Nummer 4. Das Motorola Razr 40 Ultra, ein faltbares Clamshell-Smartphone, besticht durch seinen großen und nützlichen externen Bildschirm. Die Hardware ist solide genug und die Kamera für Selfies ist ausgezeichnet. Allerdings hat der äußere Bildschirm ein paar zu viele Aussparungen. Das Aufladen ist langsam und die Akkulaufzeit ist schlecht. Es ist mit dem 13. Android-Betriebssystem ausgestattet, mit einem 3,6 und 6,9 Zoll großen LTPO AMOLED-Display und einer Auflösung von 1080x2640 Pixeln. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Das 128 GB Smartphone Motorola Moto G23 präsentiert sich als effizientes Einsteigergerät. Ausgestattet mit einem Android-13 Betriebssystem und einem MediaTek Helio G85 Chipsatz bietet es eine solide und reaktionsschnelle Leistung. Die 8 GB Arbeitsspeicher und der erweiterbare Speicher von bis zu 512 GB erhöhen seine Vielseitigkeit. Der 6,5 Zoll IPS LCD-Bildschirm mit HD-Auflösung ist jedoch von schlechter Qualität. Der 5000 mAh Akku bietet eine gute Autonomie. Die 50, 5 und 2 Megapixel Kameras auf der Rückseite sind zufriedenstellend, aber die Videoqualität erreicht nur 1080 Pixel. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2. Das Motorola Edge 40 Pro zeichnet sich durch seine herausragende Verarbeitungsleistung und seinen langlebigen Akku aus. Schnelles, kabelloses Laden ist ein großes Plus. Die Kamera, obwohl ohne Teleobjektiv, bietet scharfe Bilder, obwohl der nicht erweiterbare Speicher einschränkend sein kann. Ideal für alle, die eine hohe Leistung suchen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Das 256 GB Gerät Motorola Edge 40 bietet dank seiner hohen Leistung ein hervorragendes Nutzererlebnis. Das 6 Zoll große, gebogene OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für eine flüssige und hochwertige Darstellung. Die Schutzzahl IP68 sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Schnellladefunktion mit 68 Watt ist ebenfalls ein großes Plus. Schade nur, dass das Fehlen eines Teleobjektivs einen Nachteil im Vergleich zu fortschrittlicheren Modellen darstellt. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.